Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch eine Art Quartalsrückblick drehen. Ich habe mir zu Beginn des Jahres einige Leseziele gesetzt und würde gerne mal rekapitulieren, wie das aktuell läuft. Dieses Video hätte ich sehr gerne schon vor ein paar Wochen gedreht, um euch einfach den Rückblick von Januar bis März zu zeigen. Ich konnte allerdings in den letzten Wochen nicht wirklich drehen, denn draußen waren sehr laute Straßenbauarbeiten und die gehen dankenderweise jetzt auch in die zweite Runde, das heißt nochmal 2 Wochen Lärm. Und ich hoffe, ich muss das Video heute nicht zu oft unterbrechen. Aber deswegen bekommt ihr heute den Quartalsrückblick plus, also den Abschnitt Januar bis April, einfach der Vollständigkeit halber. Denn wenn ich dieses Video hochlade, ist wahrscheinlich der letzte Tag des Aprils angebrochen. Dann möchte ich euch nicht nur so ein Januar bis März Rückblick geben, sondern einfach die ganze Zeit abdecken bis dahin. Ich werde einfach meine Lesevorhaben, die ich mir zum Anfang des Jahres gesetzt habe, einmal durchgehen. Das waren 7 an der Zahl und dann werde ich nochmal unter einer Kategorie Sonstiges ein paar andere Beobachtungen, die ich das Jahr gemacht habe, für euch aufschlüsseln und ich hoffe, ihr habt daran ein wenig Freude. Natürlich interessiert mich auch, wie euer Lesejahr bisher gelaufen ist. Vielleicht habt ihr eine schöne Autorenentdeckung gemacht. Vielleicht belest ihr ganz bestimmte Länder oder ihr habt euch eine bestimmte Anzahl bestimmter Autorinnen, wie auch immer, vorgenommen. Dann schreibt mir doch gerne davon. Ich würde da gerne mit euch in den Austausch treten und dann lege ich direkt los. Meine Leseziele habe ich im Jahr 2023 genauso wie in 2022 ein wenig mehr an Zahlen festgemacht. Das hilft mir einfach, um strukturierter zu bleiben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Zahlen für viele Lesende einengend sein können. Also ihr müsst euch hier kein Vorbild an mir nehmen, sondern das ist einfach nur meine Strategie, die ich gewählt habe, weil ich merkte, es half mir jetzt einfach im letzten und in diesem Jahr. Kann aber auch sein, dass ich das irgendwann wieder über Bord werfe, weil es mich doch auch zu sehr einengt. Aktuell tut es das ehrlich gesagt aber nicht. Mein erstes Ziel, was ich mir jedes Jahr setze, ist eine Zahl auf Goodreads. Das ist ja diese Plattform, auf der man sich mit anderen Lesenden austauschen kann. Und dort habe ich eine Zahl von 100 festgelegt. Leider kann man bei Goodreads keine neuen Bücher mehr anlegen, außer man hat den Status eines Librarians. Deswegen sind dort ein paar weniger Bücher angegeben als die, die ich bisher gelesen habe. Wenn ich meine 2 aktuellen Lektüren jetzt noch im April beende, dann komme ich bei 40 oder 41 Büchern raus und bin damit sehr zufrieden, denn ich habe mir eine Anzahl von 100 Büchern insgesamt gesetzt für das Jahr. Und wenn ich jetzt im Schnitt quasi so 10 Bücher pro Monat lese, dann komme ich auch am Ende des Jahres auf 100 und mehr Bücher. Deswegen lief das bisher bei mir sehr gut. Diese 40, 41 Titel, die verteilen sich auf 25 physische Bücher, auf 4 Hörbücher. Ich habe 12 grafische Titel gelesen. Davon waren 10 Manga und 2 Graphic Novels. Und das macht bei mir wieder so eine Ratio von 1/3 grafische Titel, 2/3 normale physische Bücher. Und es ist für mich eine okaye Verteilung. Meinetwegen kann sich der grafische Anteil auch wieder mehr 1/4 als 1/3 annähern. Das werde ich mal so ein bisschen beobachten. Darüber werde ich aber auch gleich noch sprechen. Mein Hauptziel in diesem Jahr habe ich an einer Zahl von 20 festgemacht. Und zwar will ich gerne 20 Titel von Skandinavierinnen, Nordeuropäerinnen und Autorinnen aus dem Baltikum lesen. Und dieses Ziel hat bisher ausgesprochen gut funktioniert. Von diesen 20 Titeln habe ich bisher 11 beendet und ich hatte auch 3 abgebrochene Lektüren dabei und das waren bezeichnenderweise alles norwegische Autorinnen. Ich zeige euch die ganz kurz, ohne jetzt lange darüber zu reden, aber abgebrochen habe ich unter anderem von Johan Haaster auf frischer Tat. Das war eine Krimi-Autorenfiktion, die mir leider überhaupt nicht zusagte. Das soll wohl sehr experimentell und unterhaltsam sein. War es ehrlich gesagt beides nicht. Gerade im April abgebrochen habe ich Jenny Wahls Gott hassen. Klang auf den ersten Blick nach dem perfekten Beuteschema für mich. 90er Jahre, Norwegen, Black Metal und Edvard Munch. Eine tolle Verbindung und dann auch noch eine Protagonistin, die teilweise sehr feministische Ansätze hat, die mir auch gefielen, wie sie ausformuliert waren. Aber die Autorin lässt ihre Erzählerin dann irgendwie ins freie Assoziieren abdriften. Und dieses freie Assoziieren führt die Erzählerin in Richtung Fäkalien und Pornografie und ehrlich gesagt muss ich mir sowas Widerliches nicht geben und es kam nicht nur einmal, sondern mehrfach vor und irgendwann habe ich es dann angewidert abgebrochen. Und warum auch immer wollte ich es offensichtlich in diesem Jahr nochmal mit Kriminalliteratur aus Norwegen probieren und habe von Jan-Erik Fjell Nachtjagd probiert. Nicht nur, dass wir dem taffen Ermittler in einer der ersten Szenen beim Arzt begegnen, wie er Hodenschmerzen hat und dann noch misogyne Äußerungen von sich gibt. Nein, es ist einfach so platt und schlecht geschrieben, als würde die Welt nur noch aus 3 oder 4 Wortsätzen bestehen und es ist unfassbar klischeehaft gewesen und das
das auf den ersten 50 Seiten. Ich war einfach nur entsetzt und konnte das nicht mal ironisch weiterlesen. Dafür waren die anderen 11 Werke, die ich beendet habe, großartig. Wenn ich das nach Ländern aufteilen müsste, dann hatte ich bisher 6 Titel aus Norwegen, 2 aus Schweden, 2 aus Finnland und ich hatte einen Titel aus dem Baltikum und einen Titel über das Baltikum. Den habe ich allerdings nicht mit in diese 20er-Liste mit aufgenommen. Es kamen auch schon Autorendopplungen vor bei diesen skandinavischen Titeln. Unter anderem habe ich ja Tarja Vesos zweifach belesen. Dann drehte ich auch gerade im April ein Video über Knut Hamsun. Da habe ich über diese beiden Werke, Segen der Erde und Benoni, gesprochen. Und die beiden anderen Norwegerinnen, die ich bisher belesen habe, waren Jon Fosse und Merete Lundström, die mir auch gut gefallen haben. Die zwei schwedischen Titel waren auch ein Autor, den ich gelesen habe. Und so habe ich weitergemacht mit August Strindberg. Da habe ich einmal ein Trauspiel und ein Puppenheim, eine kleine Erzählanthologie, gelesen. Bei den finnischen Titeln, die habe ich im Januar gelesen, habe ich Eva-Lisa Manner gelesen mit Das Mädchen auf der Himmelsbrücke. Und ich hatte auch noch einen Titel von Sophie Oksanen dabei, ich glaube ihren zweiten Roman Baby Jane, den sie rausgegeben hat. Und was das Baltikum anging, habe ich mich bisher nach Estland begeben. Und zwar habe ich Werner Bergengrüns Der Tod von Reval gelesen. Das ist bezeichnenderweise aber ein deutsch-baltischer Autor gewesen. Also es wurde hier nicht aus dem Estnischen übersetzt, sondern es ist ein rein deutschsprachiger Titel gewesen. Und dann habe ich noch aus dieser C.H. Beck-Wissen-Reihe Die Geschichte der baltischen Länder von Ralf Tuchtenhagen gelesen. Das gefiel mir auch sehr gut, hat mich angeteasert. Und aus diesem Werk habe ich vor allem versucht, ein bisschen was Literarisches zu ziehen. Und das hat auch schon sehr geholfen, um ein gröberes Verständnis über das, was wir heutzutage Baltikum nennen, zu bekommen. Ihr seht also, mit diesem Ziel geht es voran. Und wenn ich jetzt auf meinen Stapel ungelesener Bücher schaue, dann habe ich, glaube ich, noch 4 norwegische Titel, 3 dänische, einen schwedischen und einen baltischen Titel dabei. Also ich glaube, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, dass mir da zu wenige Titel unterkommen. Ganz im Gegenteil, wird das wahrscheinlich eher noch ein bisschen ausarten. Und ich freue mich da sehr drauf. Also die Skandinavierinnen und die skandinavischen Titel insgesamt funktionieren bei mir sehr gut. Dass auch ein paar Enttäuschungen dabei sind und ich mich wieder mal an ein paar Sachen versucht habe, bei denen ich schon im Vorhinein wusste, dass das vielleicht schwierig werden könnte, ist auch da klar. Und das macht mir aber nichts, denn die große Menge an positiven Lektüreerlebnissen überwiegt ja doch ganz stark. Das dritte Ziel, das ich mir für 2023 gesetzt hatte, ist das gleiche gewesen wie im Jahr 2022. Ich wollte nämlich 10 Dramentexte lesen und in den ersten 4 Monaten des Jahres habe ich 4 Texte gelesen. Das heißt, auch mit diesem Ziel bin ich absolut up to date. 2 Werke davon habt ihr gerade schon bei den Skandinavierinnen gesehen. Ich habe nämlich von Jon Fosse etwas gelesen und ich habe ein Traumspiel von August Strindberg gelesen. Und meine Reklamsammlung konnte ich auch noch erweitern. Ich habe zu Beginn des Jahres Ewald Palmetshofer Die Unverheiratete gelesen. Darüber habe ich, glaube ich, in meinem Lesemonat Januar gesprochen. Und dann war ich im März nochmal am Theater und habe Tod eines Handlungsreisenden gesehen. Eine ganz wunderbare Inszenierung mit einem unfassbar beeindruckenden Ulrich Mattes als Willy Loman. Und zwar habe ich Death of a Salesman dann von Arthur Miller nochmal gelesen, habe damit auch mal wieder meine rote Reihe bei Reklam erweitert. Und es hat mich so sehr motiviert, dieses Stück auf Englisch zu lesen, dass ich mir aus Reklams roter Reihe auch noch mehr Bände gekauft habe, nämlich von Tennessee Williams Cat on a Hot Tin Roof. Und ich habe mir noch von Lorraine Hansberry A Raisin in the Sun gekauft. Ich glaube, das erste Werk einer schwarzen Dramatikerin, auch am Broadway. Und das Werk, das habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren oder so bei Anne von Literaturlehr mal gesehen auf dem Kanal und habe es auch seitdem auf der Wunschliste. Und jetzt im Rahmen meines Dramenlesens, lese ich es jetzt endlich mal und freue mich darauf, diese Lektüren noch vor mir zu haben. Kommen wir als nächstes zu den Punkten, die noch nicht so perfekt funktioniert haben. Und zwar war mein viertes Ziel, dass ich dieses Jahr gerne 5 Großstadt- oder Stadtromane lesen wollte. Auch natürlich klassische Lektüren, was das angeht. Und ich habe begonnen mit Andrei Beles Petersburg. Ein russischer Autor, der auch eine Zeit lang in Berlin, hier ganz in der Nähe, ich glaube in der Passauer Straße, mir gewohnt hat und auf dessen Werk ich sehr gespannt war. Ich muss aber zugeben, dass ich mich zu Andrei Beles und auch seinem Stil, in dem er schreibt, überhaupt nicht informiert hatte. Und damit wurde ich mit dem russischen Symbolismus konfrontiert und der ist höllisch anstrengend, weshalb ich dieses Werk bis Seite 250 durchgehalten habe und erstmal unterbrochen habe. Ich habe mit dem Symbolismus in der Literatur bisher noch gar keine Berührungspunkte gehabt oder wenn dann nur sehr, sehr rudimentäre. Und das hat sich leider auch auf mein Lesen und auf mein Verständnis dieses Romanes ausgewirkt. Wenn ich nicht im Vorhinein gewusst hätte, worum es so ungefähr geht, das spielt Anfang 1905 und die Revolution startet, ein junger Adliger soll seinen Vater, der Senator ist, töten, hätte ich, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, was dieses Buch von mir möchte, denn es zerfasert sich in so viele Einzeldetails. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, ohne dass es mal zu einem Punkt kommt, an dem man denkt, ah, okay, das ist es jetzt, darum geht es jetzt. Die
Beschreibungen, die gefielen mir zwar. Ich mochte, wie durch Petersburg flaniert wurde, dass auch vieles einfach belebt wurde. Also die Neva, der Nevsky Prospekt. Egal, wo man so ist in der Stadt, es scheint alles so ein ganzer Organismus zu sein und die Menschen darin bewegen sich quasi wie auf einem lebenden Organismus. Aber diese Fülle an Details, diese völligen Verwicklungen und Verwirrungen, dieses ganze Zerfaserte, das in noch mehr Details auseinanderdriftete, das war wirklich sehr anstrengend. Und ich kapituliere wirklich selten vor Klassikern. Ich habe auch schon umfängliche Klassiker von Dostojewski, Thomas Mann gelesen. Aber die sind alle sehr einfach verständlich im Gegensatz zu dem hier, was André Bellu versucht. Und deswegen werde ich dieses Werk erstmal wieder in mein Regal zurückstellen. Ich werde es nicht abbrechen, ich werde es unterbrechen und sicher nochmal in ein paar Jahren dazu greifen und mich definitiv nochmal literarisch bilden, was den Symbolismus und auch den russischen Symbolismus angeht und vielleicht nochmal andere Werke versuchen oder auch mir eingestehen, dass das aktuell nicht die Richtung ist, in die ich gerne lesen möchte. Ich habe es versucht, bin leider gescheitert, aber werde jetzt mein Vorhaben auch nicht aufgeben. Es ist ein sehr, sehr holpriger Start mit diesem Großstadt-Stadtromane-Vorhaben. Deswegen werde ich wahrscheinlich als nächstes mir ein kürzeres Werk vornehmen. Ich habe nämlich den Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke als nächstes auf dem Plan. Den habe ich allerdings noch nicht gekauft. Werde ich wahrscheinlich um meinen Geburtstag herum tun. Das ist so ein schöner, schmaler Roman. Es geht um den letzten Spross eines Adelsgeschlechts aus der Dänemark, der dann aber nach Paris geht. Und ich lese wenig Romane, die in Paris spielen. Also da hoffe ich, dass mir Rilkes Werk ein bisschen Einsicht gewährt. Und so der letzte Spross eines Adelsgeschlechts, ich finde, es ist ein perfektes Sujet, was auch Lovecraft gerne bearbeitet. Und ich weiß, dass mir Rilke definitiv was anderes bietet als Lovecraft. Finde aber trotzdem diese Verbindung sehr, sehr amüsant. Das heißt, für mich geht es mit Rilke weiter und die Weiße Garde von Bulgakov wäre auch noch ein Werk, was ich so als nächstes analysieren würde. Ziel Nummer 5, darüber gibt es leider auch noch nichts Neues zu berichten. Das wird wahrscheinlich auch erst so zur zweiten Jahreshälfte passieren. Und zwar wollte ich wieder ein Buch über 1000 Seiten lesen. Und wie ich in meinem Lesevorhaben-Video Anfang des Jahres sagte, soll das Franz Werfels die 40 Tage des Musa Dag werden. Das habe ich mir wieder für den Sommerurlaub vorgenommen. Da habe ich nämlich 3 Wochen Urlaub am Stück und in der Mitte dieser Zeit sind wir im Baltikum. Das heißt, ich kann das Werk entweder ganz am Anfang meines Urlaubs beginnen oder ich nehme es dann einfach mit auf den Flug und auf unsere Reise, die wir durchs komplette Baltikum machen werden. Ich weiß, man kann sich nichts Besseres vorstellen, als über den armenischen Völkermord im entspannten Sommerurlaub zu lesen. Aber ihr kennt ja auch meinen Hang zu deprimierenden und schweren Lektüren. Deswegen ist es, glaube ich, für mich perfekt, so ein 1000-seitiges Werk im Urlaub zu beginnen und vielleicht auch danach zu beenden, so wie ich das im letzten Jahr mit Max Miescher und die TED-Offensive von Johann Haaster gemacht habe. Ziel Nummer 6. Ich wollte zugunsten vieler Manga auch mal mehr Graphic Novels lesen. Und dieses Ziel hätte es mal wieder vertragen können, dass ich dem irgendwie eine Zahl zuweise oder mich da besser organisiere. Die ersten 2 Monate, also Januar und Februar, würde ich sagen, haben gut funktioniert. Im Januar habe ich 1 Manga gelesen und 1 Graphic Novel. Im Februar dann 4 Manga und 1 Graphic Novel. Aber im März und April habe ich dann gar keine Graphic Novels mehr gelesen und nur im März nochmal 5 Manga. Und irgendwie hat da diese Relation noch nicht so ganz funktioniert. Ich hätte ehrlicherweise auf mindestens 2, 3 Manga auch verzichten können, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber von den 2 Graphic Novels habe ich euch, glaube ich, ein bisschen was erzählt. Im Januar, und darüber habe ich auch in meinem Lesemonat gesprochen, habe ich ja Verbrechen und Strafe, eine Adaption von Dostojewskis Roman von Bastian Lucia, gesprochen. Mochte die Bearbeitung, Zeichenstil war leider nicht so ganz mein Fall. Trotzdem war es spannend, diesen 750-seitigen Klassikern auf nicht mal 150 Graphic-Novel-Seiten kondensiert zu sehen. Da hat der Graphic-Novel-Künstler definitiv ein Talent bewiesen. Aber worauf ich am meisten Wert lege bei Dostojewski ist der Erzähltext und der fehlt mir einfach bei diesen Graphic Novels. Deswegen hat das für mich nicht so hundertprozentig funktioniert. Begeistert war ich aber im Februar von der Graphic Novel, die ich mir ausgewählt hatte, die auch schon seit mindestens 3 Jahren auf meiner Wunschliste stand. Und zwar habe ich von Smallwood und Clarice 1 Jahr ohne Cthulhu gelesen. Das ist vor allem von der Farbgestaltung und vom Zeichenstil zu 100% meins gewesen. Von den grafischen Titeln, die ich bisher so las, war das definitiv ein großes Highlight und empfehle mich auch ganz dringend weiter. Ich habe mir jetzt auch im Hinblick auf dieses Graphic-Novel-Ziel mal eine kleine Liste angelegt mit Graphic-Novels, die mich potenziell interessieren. Und ich weiß auch, dass im Mai jetzt noch als Leseexemplar ein Comic, eine Graphic-Novel bei mir einziehen wird. Also heißt, im Mai werde ich definitiv das Ganze fortsetzen. Ich habe aktuell auch keine ungelesenen Manga auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Ich habe mir jetzt auch im März und im April keine weiteren gekauft. Das heißt, der April kommt komplett ohne grafische Titel aus aktuell. Es werden definitiv noch Graphic Novels dazukommen. Ich hatte mir auch nicht konkret vorgenommen, wirklich jeden Monat eine Graphic Novel zu lesen, aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn ich mich da ein bisschen besser organisiert hätte in den letzten Monaten. Aber wie gesagt, im Mai werde ich wieder frisch damit beginnen. Ich habe mir zum
Jahresanfang eine Liste gemacht mit allen Titeln, die ich bis dahin auf dem Stapel ungelesener Bücher hatte. Das waren 23 Titel und ich hatte mir vorgenommen, all diese Titel in 2023 zu lesen, damit ich sie nicht noch bis ins Jahr 2024 mitnehme. Und von diesen 23 sind jetzt nur noch 9 ungelesen. Das heißt, das lief ziemlich gut. Ich habe, glaube ich, eine gute Balance aus. Ich lese meine Neuzugänge und ich belese meinen Stapel ungelesener Bücher ganz gut eingehalten und habe jetzt auch so versucht, so ein bisschen die Bücher, die am längsten da sind, immer noch in meine nächsten Monate mit zu integrieren. Also ich habe so einen groben Plan, was ich damit vorhabe. Mein Stapel ungelesener Bücher hatte sich so gerade Ende Januar und Ende Februar ganz gemütlich in Richtung einer 15 entwickelt und ich wäre froh gewesen, wenn ich mich einfach mal weiter in Richtung 10 und in Richtung einstellig bewegen würde. Aber durch Leseexemplare und auch Geschenke und eigene Käufe ist der Stapel ungelesener Bücher wieder so hoch wie am Anfang des Jahres, nämlich bei 23. Also es ging schön runter, dann ging es wieder hoch. Und jetzt mit Hinblick auf den Geburtstag im Mai wird es wahrscheinlich erstmal wieder hochgehen, aber ich werde das dann Schritt für Schritt wieder belesen. Kommen wir am Ende noch zu dem groben Punkt Sonstiges, unter dem ich jetzt alles subsumiere, was mir aufgefallen ist an positiven und vielleicht nicht so positiven Beobachtungen. Als erstes bin ich unfassbar stolz darauf, dass ich dieses Jahr wieder angefangen habe, Hörbücher zu hören. Dazu haben mich vor allem Wiebke von One Book, One Review und Caro von Caros Bücher animiert, weil ich bei denen dann immer in den Videos die Hörbücher sehe und denke, ach komm Sophie, du kannst es auch, du magst es auch. Und dann lade ich mir wieder was runter. Von den 4 Hörbüchern waren, glaube ich, 2 dabei, die über 10-11 Stunden lang gingen und ich hatte 2 dabei, die ungefähr 3 Stunden lang waren. Begeistert gesprochen habe ich wahrscheinlich schon über Schatten aus der Zeit von H.P. Lovecraft gelesen, von David Nathan und ebenfalls von ihm gelesen habe ich dann gehört. Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Wie gesagt, 2 ungefähr 3-stündige Hörbücher, die mich sehr begeistert haben. Und dann habe ich mir noch 2 längere Hörbücher zu Gemüte geführt, nämlich Matt Ruffs Lovecraft Country. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, warum, da steckt Lovecraft drin. Ich wollte wissen, worum es geht und das hat mich nicht enttäuscht. War vielleicht auch nicht der neue Lieblingsroman. Und dann hatte ich noch Butter versucht, ein Werk, das vor allem versucht, feministisch und auch, was so diesen großen Bereich Food Porn angeht, Eindruck zu schinden. Hat bei mir nur so bedingt funktioniert. Wenn es um Essen ging, war ich absolut dabei. Wenn es um diese Interaktion zwischen möglicher Serienmörderin und der Journalistin ging, war ich an vielen Stellen so ein bisschen entsetzt darüber, wie das Frauenbild in Asien so ist. Und dafür kann die Autorin ja nichts, sie stellt das ja nur realistisch dar. Aber es resultieren im Laufe des Romans aus verschiedenen Gedankengängen der Protagonistin und ihrer besten Freundin wirklich Handlungen, die ich nicht nachvollziehen konnte und an denen mich der Roman leider vollständig verloren hat. Deswegen war das jetzt für mich nicht so schlimm, dass ich das nur als Hörbuch gehört hatte und nicht als Roman besitzt. Lovecraft Country ist mein erstes Hörbuch, das komplett gesprochen war von Simon Jäger, den ich als Synchronsprecher in Filmen und Serien sehr mag. Ein ganzes Hörbuch von ihm gelesen, nicht mein Fall. Er hat so eine comicartige Stimme, die manche Sachen ein bisschen zu witzig und überspitzt rüberbringt. Und so sehr ich ihn, wie gesagt, als Synchronsprecher liebe, als Hörbuchsprecher werde ich ihn mir wahrscheinlich nicht nochmal antun. Ich glaube, damit falle ich in der Gunst von David Nathan, denn die beiden sind natürlich sehr eng verbunden durch gemeinschaftliche Projekte. Aber meine Tendenz geht eindeutig zu Sprechern, die so einen etwas ruhigeren, dunkleren Ton haben. Und da treffen eben David Nathan und zum Beispiel Oliver Siebeck ganz doll meinen Geschmack. Aber egal, 4 Hörbücher. Und als ich jetzt dieses Video vorbereitet habe und gemerkt habe, dass ich im April noch kein Hörbuch gehört hatte, habe ich sofort ein nächstes Hörbuch angefangen. Und zwar von Sayaka Murata, die Ladenhüterin. Auch so ein 3-stündiges Hörbuch ungefähr. Ich habe es in diesem Jahr nicht nur wieder mit Hörbüchern versucht, sondern ich habe es auch mit Lyrik versucht und beide Versuche, die ich bisher gestartet habe, waren leider sehr enttäuschend. Ich habe einmal Nimbus von Marion Poschmann versucht und An einem Morgen im März von Björn Kulig. Ich liebe Marion Poschmann und ich weiß nicht, was in diesem Lyrikband passiert ist, aber von diesen ungefähr 70 Gedichten haben mich vielleicht 7 maximal interessiert und irgendwie begeistert. Der Rest ist völlig nebensächlich an mir vorbeigeplätschert. Und bei Björn Kulig wusste ich im Vorhinein nicht, ich hätte mich da auch besser informieren können. Es ist ein Langgedicht über ein Jahr Corona seit dem Lockdown im März 2020. Auch das nicht so spannend, nicht innovativ, sprachlich jetzt auch überhaupt nicht mein Fall. Und auch da bin ich enttäuscht, denn von Björn Kulig habe ich früher sehr gerne Lyrik gelesen. Und auch mit den beiden Werken haben mich die Autorinnen hier sehr enttäuscht. Ich habe jetzt noch den 2-sprachigen Lyrikband von Taya Wessos vor mir und ich bin mir jetzt schon zu 100%ig sicher, dass der ein großes Highlight wird. Ich werde definitiv in meinem ersten Lesequartal, beziehungsweise auch den ersten 4 Monaten, dass mir bestimmte Autorinnen extrem fehlen und ich habe mir noch nichts
Neues von denen gekauft. Ich habe noch keinen Chekhov gelesen, ich habe noch keinen Philip K. Dick gelesen. Und das ist für mich sehr, sehr bedauerlich, weshalb ich das dieses Jahr aber definitiv noch einschieben werde. Bei Chekhov warte ich aktuell noch auf ein Leseexemplar, nämlich den Band von Helga Schubert über Anton Chekhov. Da gibt es ja, glaube ich, gerade so eine Lieblingsautorenreihe in diesem Verlag. Ich habe von Chekhov auch noch ein Werk auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Das ist aber eine etwas anspruchsvollere, eher literaturwissenschaftliche Aufarbeitung. Und ich weiß, dass im Herbst wieder eine neue Anthologie bei Diogenes erscheinen wird. Und auch die werde ich mir zuführen. Also ein bisschen Chekhov wird es geben. Und bei Philip K. Dick wusste ich jetzt einfach nicht, womit ich so richtig weitermachen sollte, ob ich mich mal ein paar Erzählungen widmen sollte, unter anderem Erzählsammlungen und Anthologien, wo vielleicht auch Minority Report drin ist, vielleicht auch Der dunkle Schirm zu lesen, vielleicht Der galaktische Topfeiler, vielleicht auch einfach irgendwelche anderen Werke von ihm. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ich mir da wieder was zuführen könnte, und ich schätze mal, das wird aber in den nächsten Monaten auch noch passieren, also der Anfang des Jahres ist ja nicht entscheidend für das gesamte Jahr, sondern nur erstmal der Beginn. Das heißt, mit Chekhov und Philip K. Dick werde ich definitiv noch fortsetzen. Seit 2023 habe ich mir wieder eine ausführliche Excel-Tabelle angelegt, vor allem für meine gelesenen Werke, damit ich das für meine Statistik ein bisschen besser aufbereiten kann. Aber ich habe mir auch eine zweite Excel-Tabelle angelegt, indem ich meine Neuzugänge festhalte, also sowohl die Anzahl als auch die Ausgaben und auch die Quelle, woher ich das Buch jeweils beziehe. Und ich bin jetzt Ende April bei 40 oder 41 gelesenen Büchern. Ich bin aber auch bei über 30 Neuzugängen. Diese Zahl hatte mich sehr erschreckt und ich fragte mich, ob das in den letzten Jahren auch schon so war. Und das wäre aber die beste Erklärung dafür, warum mein Stapel ungelesener Bücher aktuell nicht schrumpft, sondern wieder bei der Anzahl angekommen ist, wie zu Beginn des Jahres. Ich hatte mir zu Beginn des Jahres vorgenommen, dass ich im Januar und im Februar nicht so viele Bücher kaufen wollte, weil ja auch an Weihnachten schon einige eingezogen sind. Trotzdem sind allein in den ersten beiden Monaten 12 Bücher bei mir eingezogen, also pro Monat jeweils 6. Dann kam der März mit den ganzen Leseexemplaren von Arbeit, weil die aus dem Februar dann auch erst im März kamen. Und das setzt sich jetzt eben so fort. Für mich ist das gerade echt schmerzhaft zu sehen, dass ich offensichtlich fast genauso viel kaufe, wie ich lese. Und mich dann wundere, dass ich meinen Stapel ungelesener Bücher nicht mehr auf eine einstellige Zahl bringe. Für mich ist das jetzt ganz gut, das mal an den Zahlen zu sehen. Ich kaufe selber gar nicht so viele Bücher. Also von den über 30 Werken, die jetzt bei mir eingezogen sind, habe ich nur 10 selber gekauft, der Rest sind Leseexemplare und Geschenke. Ehrlicherweise habe ich aber auch von diesen über 30 Werken schon wieder über 20 gelesen. Also ich komme damit schon zu Rande, meine älteren Bücher zu lesen und auch die Neuzugänge nicht zu missachten. Aber würde das gerne wieder ein bisschen reduzieren. Das sagt jetzt eine Sophie, die auf ihren Geburtstag zublickt und genau weiß, dass da Vorleseexemplare einziehen werden, dass dann dieser Geburtstagsanteil kommt. Wahrscheinlich wird meine Anzahl an Neuzugängen meine gelesenen Bücher im Jahr irgendwann jetzt überholen. Und an den Punkt würde ich gerne nicht kommen, aber ich weiß, er wird kommen. Ich ziehe für mich daraus definitiv die Konsequenz, weniger Leseexemplare anzufragen und nochmal genauer darauf zu schauen, was ich mir eigentlich selber kaufe. Das einfach mir ein bisschen bewusster zu machen und nicht einfach nur zu wissen, okay, es ziehen jetzt einfach unkontrolliert viele Bücher ein. Auch wenn ich Wissen darüber habe, welche Bücher das sein werden. Gerade bei den Leseexemplaren. Man muss da, glaube ich, kein großes Ding draus machen. Ich merke nur, dass mich das aktuell ein bisschen stört und ich gerne was daran ändern würde. Damit bin ich dann auch am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ihr konntet aus meinem Resümee für die ersten 4 Monate des Jahres 2023 einiges mitnehmen. Mir hat das jedenfalls Spaß gemacht, das ein wenig zu resümieren und auf ein paar Zahlen mal ganz genau zu blicken, was ich da eigentlich gerade lese, wie viele Bücher auch auf meinem Stapel ungelesener Bücher sind, wie viel ich wiederum kaufe, wie viel grafische Titel ich so lese und was allgemein sich so aufsummiert. Ich lese ja durchaus nicht ohne Plan, aber trotzdem merkt man, dass man gerne mal den Fokus auf andere Dinge verliert, wenn man sich einer gewissen Sache widmet. Aber ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten und werde das ein bisschen strukturieren und hoffe, dass ich dann meinen Lesevorhaben auch gerecht werde. Ich freue mich natürlich, von euch zu hören in den Kommentaren, wenn ihr mir etwas mitteilen wollt über euer bisheriges Lesejahr. Was hattet ihr vielleicht auch für Lese-Highlights dabei? Welche Autorinnen habt ihr für euch entdeckt? Welche Länder habt ihr belesen oder welche Vorhaben habt ihr euch generell so gesetzt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn wir ein bisschen in den Austausch treten und dann sehen wir uns ganz bald hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut!